Ja, es ist der 10. April und wir feiern heute den Namenstag von Gernot und Notker. Das komme ich dann noch drauf, warum Notker, aber Gernot ist eigentlich so die überlieferte Form. Ja, was bedeutet der Name Gernot? Der Name Gernot ist so ein männlicher Vorname aus dem Althochdeutschen und seine Bedeutung setzt sich aus den Begriffen Ger für Speer und Noten für Schwingen im Sinne von Kämpfen. Also im übertragenen Sinne, der mit dem Speer kämpft. Und es ist auch der Name des Burgunderkönigs Gunther, Gernot und Giselher, die Nibelungenlied bittet, vielleicht bekannt. Es gibt eben auch die andere Ableitung Not Ger, also schwingender Schwer, schwingendes Speer. Da kommen wir gleich dazu, warum das auch wichtig ist. Ja, Gernot ist aktuell 63 Jahre in unserer Datenbank, wie wir es ermittelt haben. Ja, der Gernot, warum feiern wir heute den Namenstag? Und da ist eben diese Ableitung Not Ger. Das heißt, diese andere Namensbedeutung gibt es auch. Und der Notker oder Gernot von Lüttich war ein Neffe Karl, Kaiser Ottos des Ersten und von 972 bis 1008 Bischof von Lüttich. Er galt als hervorragender Verwalter seiner Diözese und als Förderer der Schulen. Er genoss bei den Kaisern und Päpsten seiner Zeit ein hohes Ansehen und Notker wurde in der Kirche Saint-Jean zu Lüttich begraben und später selig gesprochen. Deswegen feiern wir heute den Namenstag. Welche berühmten Gernots kennen wir noch? Wir kennen Gernot Endemann, den Schauspieler, Gernot Rohr, das ist ein ehemaliger Fußballspieler und auch Trainer, und Gernot Erler, der ist Politiker. Ja, weitere Informationen zu Namen, Namenstagen, Namensinformationen, Altersschätzung und so weiter, unsere App Namechecker, die gibt es im App Store und bei Google Play herunterzuladen und wie man Namenstage erfolgreich im Dialogmarketing oder Marketing allgemein einsetzt. In unserer Webseite www.marankon.de Namenstag. Da sind auch Videos, weitere Videos hinterlegt. Ja, herzlichen Glückwunsch an Gernot.